Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns jetzt als vorletztes Thema zu den Collections noch die Interfaces iReadOnly Collection of T und iReadOnly List of T an. Was ist der Unterschied zu den normalen iCollection und iList of T Interfaces? Nun, hier fehlen eben genau die Angaben für Add, Clear, Insert, Remove, Remove, Add und so weiter. Das heißt, wir können, wenn wir über diese Interfaces auf Collections zugreifen, diese nicht manipulieren. Ja, und wir sehen hier auch, iReadOnly Collection of T leitet von iEnumerable of T ab, gibt aber bloß die Property Count vor. Und iReadOnly List of T gibt gar bloß dieses This vor, also dass wir lesend auf Elemente an beliebigen Positionen in einer Collection zugreifen können. Und man sieht schon, recht viel kann man mit diesen Interfaces oder mit der API dieser Interfaces letztendlich nicht anfangen, außer eben lesend auf Collections zugreifen. Also wir können zum Beispiel mit ForEach-Schleifen durchiterieren. Wir können feststellen, wie viele Elemente drin sind. Und wir können beliebige Elemente über die Index-Operatoren eben ansprechen. Ja, diese Interfaces sind erst mit .NET 4.5, also der vorletzten Veröffentlichung von .NET, eben ins Leben gekommen, wenn Sie noch gegen .NET 4 programmieren, was durchaus noch häufig sichtbar ist in den heutigen Firmen, dann können Sie eben diese Interfaces nicht einsetzen. Ich persönlich nutze sie aber sehr, sehr häufig. Warum? Weil ich, wenn ich in bestimmten Klassen zwar mit Collections arbeite, aber sie nicht manipulieren möchte, dann kann ich direkt über diese Interfaces auf diese Collections zugreifen und der Leser meiner Klasse weiß sofort, aha, der Programmierer, der das geschrieben hat, der möchte wirklich nur die Objekte, die in diesen Collections drin sind, irgendwie manipulieren oder eben irgendwas mit ihnen veranstalten, aber nicht die Collection an sich manipulieren. Also quasi, was weiß ich, die Reihenfolge der Elemente ändern oder neue Elemente hinzufügen oder welche hinausnehmen. Und das ist einfach schon mal eine kognitive Leistung, die er sich beim weiteren Lesen der Klasse nicht mehr aufheißen muss. Also Sie werden auch in den zukünftigen Beispielen, wenn es um Collections geht, immer häufiger iReadOnly List of T wahrscheinlich sehen, weil das eben genau dann immer eingesetzt werden sollte, meiner Meinung nach, wenn wir eben mit Collections arbeiten in einer Klasse und diese Collection an sich aber erstmal nicht manipulieren möchten, sondern bloß auf die Elemente, die da drin sind, zugreifen möchten und beispielsweise sie verarbeiten wollen. Genau. Und damit ist eigentlich auch schon das Ende dieses Videos wieder in Sicht. Das geht natürlich sehr schnell. Jetzt aber, wir können uns auch noch mal kurz List of T anschauen. Und das haben wir ja auch schon damals im vorherigen Video gesehen, dass eben List of T auch über diese Interfaces angesprochen werden kann. Und wenn wir das dann eben so machen, über die ist eine Beziehung, haben wir über diese Interfaces nicht mehr die Möglichkeit oder auch nicht mehr das Problem, dass wir diese Liste aus Versehen beispielsweise manipulieren, sondern wir sind dann eben sicher, wenn ich damit arbeite, ändere ich nichts an der internen Repräsentation der Liste. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.